So. Das war nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Spiel raustappen ist nicht gut. Also wenn der Cursor aus dem Monitor raus und dann und so Zeug. Okay. Schnitzelattacke. Und Pfeilvolley und Bomben und Zeug und Gorn kann ich angreifen. Die sind immer eklig. So, du bist ganz schön angeschlagen. Ja. Warte mal, hier war auch ein blauer Kristall. Aber da musste man recht tief rein, ne? Ich guck mal ganz kurz, ob wir zu einem blauen Kristall hinkommen. Da hinten sehe ich Bewegung. Was könnte ein Ogre sein? Ist da ein blauer Kristall? Nee, da ist nur hell. Hier vorne ist die Kristallmine. Da war definitiv ein blauer Kristall, waren sogar mehrere. Oh, das ist das Hasending. Ach so, alle Tempel werden so aussehen. Ja, es wird echt dann, also ich gehe gerade auf die seine Skizze da ein. Es wird ein echter Tempel im Wasser sein und ich sollte da einfach mal ein bisschen rumgraben. So, da ist ein Ogre, da will ich nicht unbedingt hin. Hier war irgendwo der Schrein mit dem unbesiegbar Viech. Wie ging der unbesiegbar Zerstörzauber? Dispel? Dispel. Dispel war ein Superman. Hier waren Schmerzen. Ich glaube hier drin. Da irgendwo war ein blauer Kristall. Oh Gott. Jo. Genau da, wo ich... Mist. Ja. Wozu sind Ressourcen da, wenn nicht, um sie einzusetzen? Sapsch, sapsch, gib mir Fleisch, gib mir Pilze und lass mich jetzt da zu dem blauen Kristall die ganzen Wunden heilen. Jo. Hallo du. Ich habe ihn erwischt, ich habe ihn erwischt. Null Schaden habe ich gemacht. Und es war dasselbe Schutzschild, das auch die Mönche hatten im ersten Teil übrigens. Hubkey. Das werden wir auch gleich benutzen. Ja. Knöpfe? Ne, keine Knöpfe. Gut, also Hubkey benutzen, Level-Ups schon mal überlegen. Du bekommst Alchemie 5, das ist super klar. Und du bekommst wahrscheinlich Konzentration. Oder Luft. Oh, hallo. Guck. Hallo da. Achso, das wird jetzt wehtun. Na komm. Ja, hat geklappt, okay. Das war zu früh. War schon wieder daneben. Okay, also Gorn sollte doch nicht auf Crit gehen, sondern ein drittes Mal Zielsicherheit nehmen. Was ich persönlich ein bisschen albern finde, aber es geht halt nicht anders. Wenn er jetzt von 10 Power Attacks 3 oder 4 in Luft setzt, das ist nicht Sinn des Ganzen. Oh, 120er Crit, sehr schön. Busch. So, ganz viele Pfeile.
18 haben wir wieder. Gut. Du da rein. Den Hub mal markieren. Hub. Swoosh. Wie komme ich von hier aus am schnellsten zu einem blauen Kristall? Wieder zurück hier, oder? Ja. Da links rum. Also, Kristall antatschen. Wenn er schon wieder aktiv ist, ist er. Dann Level-Ups. Und dann können wir uns hier weiter umgucken. Aber es läuft schon mal wesentlich, wesentlich besser als unser erster Run, als wir angekommen sind. Das war ja absolut tödlich gewesen. Da hat uns ein Wag ja schon fast umgebracht. Achso, Level-Up wollte ich machen. Gone. Du kriegst keinen weiteren Crit, du kriegst Accuracy. Accept. Du hast jetzt Rüstungs auf 4, dass du schwere Rüstung tragen kannst. Ich glaube, ich erhöhe leichte Waffen, damit sich der Schaden erhöht. Ja. So. Du bekommst Alchemie 5. Genau, damit wir die Bomben herstellen können in Massen. Damit wir die permanenten Tränke herstellen können, damit wir die Wiederbelebungstränke herstellen können und. Und du? Ja, ich bin für Luft. Dann könnten wir nämlich den Meteorregen machen. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wie der geht. Versuche mich gerade irgendwie zu erinnern. Wir hatten einen, der so ähnlich war, ne? Fragezeichen. Ja, okay, es bringt nicht so viel jetzt, den Spruch zu bekommen. Also Luftmagie zu steigern, wenn ich mich nicht an den Spruch erinnere. Und ja, ich könnte natürlich nachgucken oder euch fragen oder so, aber das finde ich dann immer ein bisschen komisch. War da vielleicht sogar so ein Schnörkel drin? So was Abgeschlossenes wie das da? Nee. Ja gut. Also wenn wir dann Luft nicht steigern wollen, weil ich nicht weiß, ob... Obwohl, wir könnten Luft steigern, einfach nur um Blitzschlag dann zu sprechen. Wenn wir dann später auf gewisse Luft anfällige Gegner treffen. Das war der. Und Blitzstrahl. Ja gut, mach mal Luft. Blitzstrahl. Ja, Blitzstrahl. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so einen Knick drin hatte. Ja gut, aber dazu müssten wir die Schriftrolle haben, oder? Wobei, die kam auch erst recht spät im ersten Run. Naja, muss ich gucken. Also macht mir nicht die Mühe, das aufzuschreiben. Ich werde den Spruch erst benutzen, wenn ich mich entweder selber daran erinnert habe oder wenn ich die Schriftrolle gefunden habe. Ist auch nicht so schlimm, ne? Also zum einen ist nun ein Spiel, da darf man ruhig Fehler machen. Und zum anderen kommen wir mit dem Feuerball gut klar, das ist in Ordnung. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt suchen wir hier so ein bisschen Kräuter und anderes Zeug, das auf dem Boden liegt, decken die Karte komplett auf. Und danach werde ich in die Kristallminen reingehen. Also primär, um erstmal die Waffe herzustellen und um das Seil zu finden. Ob ich das Gebiet denn gleich abschließe, weiß ich nicht, weil die Kristallminen waren garstig. Also garstiger als der Strand und alles, was hier so in der Nähe kreucht und fleucht. Also zum einen wegen der Einstelle mit dem Teleporter, wo dann diese komischen hässlichen Viecher kamen. Zum anderen wegen den richtig, richtig, richtig vielen Spinnen. Da. Und es gab da noch so ein, zwei Sachen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich am Anfang komplett abschließen werde, aber die zwei Sachen, die ich eben halt gesagt habe, die würde ich ganz gerne vorher machen. Also bevor ich da wieder rausgehe.
So, hier machen wir doch mal den Troll, weil da gab es ein Fertigkeitsbuch. Vorher sollten wir allerdings das Buch hier noch Gorn geben. So, das heißt, du hast jetzt zweimal deine Power-Attacke gemacht. Das ist sehr schön. Du auch. Hey, du bist direkt in eine Wand gelaufen. Könntest du eine Sekunde anhalten vielleicht? Trink das. So. La la la, du brennst und bist vereist. Ein Schadenspunkt habe ich gerade gesehen. So muss das ablaufen, sehr gut. Sollte ich mir echt angewöhnen, einfach eine Eisbombe mal einzusetzen. Bei den Troll-Oger-Dingern. Das rentiert sich echt. So, Secret. Das war das Hamlet of Stormbreach. Da haben wir laut Liste Hamlet of Stormbreach 2 Secrets. Und eins habe ich gerade gefunden. Das andere Secret war, glaube ich, in diesem Messer-Hochfahrt-Ding, was wir gerade die ganze Zeit hören. Da waren nämlich Schuhe, wenn ich mich nicht irre. So, aber ein Tome of Knowledge, also ein Skillpunkt. Wer soll den bekommen? Gucken wir mal ganz kurz durch. Also Gorn wird beim nächsten Level Up wahrscheinlich Crit nehmen. Und das ist okay. Und er hat also insgesamt hat er noch 4 Level Ups, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, wir könnten sogar komplett auf 5 Crit kommen mit ihm. Alternativ könnten wir noch Athletics steigern, was auch einigermaßen Sinn machen würde. Aber es ist nichts wirklich Kritisches da, was er jetzt unbedingt haben sollte vor dem Endkampf oder so. Bei Lishnak sieht das nicht ganz so gut aus. Also gerade Lishnak sollte eigentlich 5 in Critical bekommen. Hätte dann aber keinen dritten Accuracy-Punkt, wie Gorn das hat, und hätte nichts in Athletics. Du bist fertig. Du hast Alchemie auf 5, du hast Missile-Weapon auf 5. Also ja, das heißt, ich denke, die nächsten 4 Stufen gehen alle auf Crit. Das war's. Du. Keiner braucht das so wirklich super dringend. Also du könntest einen Punkt in Erdmagie bekommen, damit du Giftwurke machen kannst, aber es macht keinen Schaden. Du hast jetzt noch 4 Stufen, davon tust du 2 Punkte in Luft, um auf Max zu kommen. 2 Punkte Konstellation, um auf Max zu kommen, dann bist du fertig. Ja gut, keiner will das Buch haben. Deswegen gebe ich es, glaube ich, Lishnak, weil sie einen Punkt hinterherhängt. Kann das sein? 5, 9, 10, 12? 5, 9, 10, 13, ja. Lishnak hängt einen Punkt hinterher, deswegen kriegt sie das Buch. Ting. Und setzt den einen Punkt in Accuracy. So. Okidoki. Ist hier im Wasser noch was? Ja, die doofen Wasserkräuter. Sehr viele doofe Wasserkräuter. Aber das meinte ich nicht. Ich meinte was Sinnvolles. Oh, warte mal. Da sind gar keine Steine im Weg. Komm, lass mich aufs Meer schwimmen. Also sie könnten ruhig die unsichtbare Mauer hier wegmachen und dann einfach so eine Todesanimation à la Gothic machen. Da hat einen auch niemand dran gehindert, einfach so aufs Meer rauszuschwimmen. Aber wenn man irgendwann zu weit draußen war, dann kam halt irgend so ein Riesenviech und dann war man tot. Das finde ich eine bessere Lösung als sowas. Ja, gut. Oh. Gut, komm. So. Heilkräuter sehen langsam auch wieder okay aus. Permanente Tränke. Ja. Weiß jetzt ad hoc nicht, was ich machen würde. Also Willpower für ein bisschen mehr Energie finde ich Verschwendung.
Vitality für mehr Lebenspunkte. Das wäre schon eher sinnvoll. Korn hängt ein bisschen hinterher. Sonst könnten wir noch Stärke machen für sowohl Gorn als auch Lischnack oder Dex für sie. Könnte ich eventuell nächste Folge machen. Also dass wir ein bisschen was bei den Tränken machen. Also einmal gucken, dass alles auf Vorrat vorhanden ist. Also sowohl Heiltränke als auch... Bin ich? Achso, ich bin wieder ganz am Anfang. Also sowohl Heiltränke als auch Energietränke. Aber auch Geschwindigkeitstränke und die Berserktränke. Dann eventuell sogar Bomben herstellen, wenn es nur Kräuter sind, die wir nicht so wirklich brauchen. Wiederbelebungstränke, davon hätte ich auch gerne immer so 2, 3 auf Tasche. Also zum einen, damit wir keine Erfahrungspunkte verlieren, zum anderen aber auch, um die Bosse überhaupt zu schaffen. Und dann ebenfalls nächste Folge gehen wir da rein und machen dieses Rätsel. Da brauchten wir... den Zauber, den bereite ich schon mal vor. So, ich speichere jetzt aber erstmal ab, also richtig, und wir sehen uns dann gleich wieder.